Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Splendest-Version der Bliss-7-Box hinein, die sich in einer mega krass großen, coolen Tasche befindet. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 49 Euro kostet diese Schätzelein, also quasi die Tasche mit Inhalt. Wir haben Wert von über 200 Euro hier drin. Und ja, also das kriegt man, glaube ich, als Abonnent günstiger oder nicht? Weiß ich gerade gar nicht. Also ich habe mir die selber bestellt, weil ihr auch tatsächlich mich angeschrieben habt, was ich so zu der aktuellen Limited Edition der Bliss-7-Box sage. Ich so, habe ich gar nicht groß mitgekriegt. Habe ich wohl ein Newsletter verpasst. Und ja, deswegen, ich habe sie bestellt, ich habe sie hier, wir gucken zusammen rein. Online konnte man den Inhalt auch schon sehen, sodass du auch nicht die Katze im Sack kaufst. Und ja, das Ganze startet auch tatsächlich hier mit diesem Täschchen. Was heißt Täschchen? Das ist eine Riesentasche, die halt wirklich sehr komfortabel groß ist. Ne? Mag ich sehr, sehr gerne. Das Einzige, was ich halt immer bei solchen Taschen schade finde, ist, dass du halt keinen Reißverschluss oben hast. Aber das ist halt eine ganz entspannte Shopping-Tasche. Und sowas haben wir bei Bliss-7 tatsächlich auch öfters mal bei Limited Editions oder bei Sondereditionen, bei der Sommeredition zum Beispiel auch. Ne? Und ja, ich habe sie selber, beziehungsweise ich bekomme sie selber in der Kooperation immer zugeschickt, sodass ich da auch jeden Monat euch das Unboxing zeige. Aber wie gesagt, jetzt auch nochmal hier selber gekauft, die Limited Edition, da steht Splendest auch vorne drauf. Du hast ja auch noch einen Druckknopf, theoretisch, das ist ganz süß eigentlich. Zwei große Henkel und die ist gut bestückt. Also da, also die ist jetzt nicht randvoll, das wäre ja unglaublich, aber wir haben hier gut viele Sachen drin. Wir haben ja auch so einen Flyer mit am Start. Ach, guck mal, hier steht das Motto. Die ersten Blumen blühen, die Sonnenstrahlen werden immer stärker. Das kann nur eins bedeuten, der Frühling ist wieder da. Diese Auswahl erfasst den lebendigen und frischen Geist der schönen Tage, um dir eine einzigartige Sinneserfahrung zu bieten. Oh, das sind auch noch die Produkte hier so ein bisschen im Flyer beschrieben. Die Preise suche ich mir dann online einfach mal raus und dann starten wir einfach mal mit dem Produkt. Das finden wir auch bei Purish. Da habe ich aktuell auch noch den Code, glaube ich. Und das ist nämlich der Jelly Joker, ein sehr, sehr gutes Reinigungsprodukt mit 150 Millilitern. Und genau, das ist ein toller Reiniger. Den habe ich auch schon mal leer gemacht, kann ich sehr empfehlen. Gutes Produkt. Die Marke ist auch wirklich sehr nice tatsächlich und die gibt es mittlerweile sogar bei DM. Richtig cool, da hat Purish für gesorgt und sehr gutes Produkt. Noch geiler hätte ich jetzt natürlich gefunden, wenn wir den Balsam hier drin gehabt hätten, den Reinigungsbalm. Und ja, aber das ist auch ein sehr, sehr gutes Produkt und Gesichtsreinigung ist immer der erste Schritt von Skincare, also macht das definitiv Sinn. Hier habe ich so ein Oschi drin, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist nämlich für Haare und Körper und aktuell verwende ich auch jeden Morgen so ein Haaröl und bin da auch noch immer auf der Suche nach dem Perfekten. Ich habe jetzt aktuell eins in Anwendung, was in einem Adventskalender drin war, aber das ist sehr, sehr teuer. Das hier ist von Luxeol. L'Huile Sèche, Corps et Cheveux, das soll Nähren schützen und Adouci, keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt, 100 Milliliter, das ist riesig, Leute, das finde ich klasse. Und dann kann man das halt so rauspumpen und sprühen tatsächlich, finde ich sehr, sehr, sehr komfortabel und charmant, muss ich ehrlich sagen. Weil es halt gerade so in meine persönliche, in mein Bedürfnisgedönsen reinpasst, ne? Wonach ich halt auch aktuell suche. Und das ist auch eine schöne große Glasflasche, das ist richtig hochwertig. Ja, und die Marke hatten wir, glaube ich, in anderen, also in Bliss-7-Boxen schon mal mit drin, aber in anderen Formen quasi dann, ne? Also nicht als Haaröl. Also schon mal zwei Produkte, beziehungsweise auch die Tasche, drei Produkte, die ich cool finde. Dann haben wir von Eborian, Korean Skin Therapy, die Centella Creme, ein Soothing Moisturizer mit 20 Millilitern. Auch das eine sehr, sehr angesagte und tolle Marke. Also da mag ich auch sehr, sehr gerne die, ja, ich sag mal, dekorative Kosmetik von denen, die auch pflegende Inhaltsstoffe mit dabei hat, ne? Und gefällt mir auch tatsächlich. Also kann man auch sehr gut machen. Ich hatte den Inhalt auch einmal kurz überflogen, als ich das Bild natürlich beim Bestellen gesehen habe und habe mir gedacht, ja, das kann auf jeden Fall was werden mit uns beiden, ne? In den Geschichten hier in den Limited Editions haben wir auch immer irgendwie Schmuck oder so dabei. Das ist jetzt von Jadaya und das sind Ohrringe, nehme ich mal hier raus, die mich auch sehr ansprechen, weil ich mag dieses Mintgrün. Das ist nur halt von dem Verschluss her etwas, was ich mir so reinpulen muss. Das ist manchmal so ein tricky Moment für mich, aber es ist persönlich, ne? Das ist eine persönliche Geschichte. Und diese Perlen da dran erinnern mich total an damals, upsala, da hatten wir ja diese Perlenwebrahmen und so. Hattet ihr damals auch diese Freundschaftskettchen aus diesen Perlen gebastelt? Liebe ich. Und ja, das halt an den Ohren kann, glaube ich, echt schön sein.
Das ist schon mein Vibe, ne? Also das sind auch wirklich mal Schmuckstücke aus einer Box, die ich sehr gerne dann demnächst auch mal tragen werde. Kann ich euch dann im Fullface Beauty Boxen, das ist so ein Format, was ich monatlich drehe, um dann die Produkte aus den Boxen zu testen, auch gerne mal getragen zeigen dann, ne? Mega. So, etwas, was auch ins Fullface Beauty Boxen kann, ist dieses hier. MAC Extended Play Giga Black Blush. Wow, 5,7 Gramm. Dürfte eine Originalgröße sein. Eine Mascara ist hier drin. Das sagt mir jetzt gerade erstmal nichts. Huch. Blau. Okay. Hilfe. Bist du Giga Black? Giga Black. Muss ich mal evaluieren, ob das blau ist, weil vielleicht wasserfest oder so. Dann wäre das nicht unbedingt meine Mascara, ne? Bürstchen muss ich mir dann auch nochmal anschauen. Mache ich jetzt nicht auf, weil wenn die wasserfest ist zum Beispiel, werde ich die ja weiter wandern lassen. Aber hier steht Mascara Noir drauf. Also nicht abschrecken lassen, weil blau. Das ist schon mal sehr gut. Auch wenn bunte Mascaras aktuell ziemlich angesagt sind. Ich persönlich mag es nicht ganz so gerne. Wobei im unteren Wimpernkranz kann das ganz cool sein. Ne? Wenn man halt auch so einen blauen Look trägt, so wie ich heute, kann man das vielleicht am unteren Wimpernkranz so ein bisschen machen. Das betont dann auch noch so ein bisschen, dass ich da unten auch blau dran gemalt habe. Das ist auch was, was passt. Ein Body, hier, Shower Gel von Hello Body. Aloe Splash Refreshing Body Gel. 250 Milliliter. Ja, habe ich letztens gesagt. Wir haben einfach viel zu wenig Duschgel in Boxen drin, sodass ich mir letztens auch sogar was gekauft hatte. Und dann habe ich von dem Asam 1,5 Liter Duschgel bekommen. Läuft bei mir. Also quasi in den Wundertüten drin. Oh, krass. Ja, auf jeden Fall haben wir hier einfach ein feuchtigkeitsspendendes Duschgel. Das finde ich gut, ne? Kann man auf jeden Fall gut verwenden. Praktisch, sehr gut. Weiter geht's. Dann habe ich von Mario Badescu Brightening Mask mit Vitamin C. Sehr schön. 56 Gramm haben wir hier drin. Gesichtsmasken liebe ich, trage ich morgens gerne solche Crememasken dann auch auf. Ne? Vitamin C ist natürlich jetzt auch perfekt für morgens. Es gibt Strahlkraft, das hält auf, das gibt Glow. Ne? Also sehr gut gewählt, mag ich sehr gerne. Und ich habe von Mario Badescu noch nie eine Maske irgendwo drin gehabt. Wir hatten zwar öfters mal auch so Toner oder Gesichtswasser oder sonst irgendwie sowas, ne? Aber jetzt nicht sowas. Schon nice, mag ich. Klasse. Toll. Noch mehr Superlative bitte. Eine Handcreme darf auch nicht fehlen, denn wir sind jetzt wahrscheinlich auch alle vermehrt ein bisschen mehr. Gut, wenn dann mal nicht Schnee liegt, also oder Schnee fällt, Schneeregen hatten wir heute. Wenn mal nicht irgendwie Schiedwetter ist, dann gehen wir auch mal in den Garten. Da habe ich nämlich hier von Fresh Milk Hand Cream mit beruhigenden pflanzenbasierten Milchen. Milks, keine Ahnung. Centella Rice and Linseed. Also es ist sehr interessant. 50 Milliliter Centella Asiatica ist ja auch so ein schöner, beruhigender Inhaltsstoff. Ne? Das hört sich für mich persönlich auch sehr passend an. Vor allem, wenn es eine Hand Milch ist, dann ist es auch ein bisschen schneller einziehend. Sehr wahrscheinlich. Was viele von uns dann auch ganz gut gebrauchen können, weil ich persönlich mag es nicht so gerne, wenn ich eine Handcreme drauf mache und dann erstmal so durch die Gegend rennen muss und warten muss, dass es einzieht. So, das letzte, was ich hier drin habe, ist von Banana Beauty. Wow, ein Lip Liner. Hippie Me. Was ist das denn? Okay, so schaut die Umverpackung aus. Hippie Me ist natürlich auch, oh, sowas mag ich ja, ne? Ich mag auch gerne so Hippie-Styles oder so im Frühjahr. Oh, schöne Farbe, Leute. Guck mal. Das ist ein ganz tragbarer Rosenholzton. Finde ich klasse. Also sieht für mich persönlich einfach sehr ansprechend aus. Wirklich schön. Also hier auch so dieser anspitzbare Plastikstift, ne? Das ist manchmal ein bisschen blöd, aber eine Anspitze haben wir ja zu Hause. Kannst du das anspitzen, wenn du es abgerockt hast. Nice. Also ein bisschen dekorative Kosmetik, die gefühlt jeder verwenden kann. Sinnvolle Pflege, die man auch gut gebrauchen kann, wo du von Kopf bis Fuß ja auch gepflegt wirst. Ich finde, die Box ist definitiv eine solide Kiste. Schreibt mir gerne in die Info, nein, nicht in die Infobox, Quatsch, in die Kommentare, wie ihr die Box so fandet. Ich bin geflasht. Definitiv, 49 Euro haben sich definitiv gelohnt. Ihr Lieben, das wäre es ja schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.